Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir in der Küche für Geschenke aus der Küche oder auch einfach DIYs, die man, also wo man das Ergebnis das ganze Jahr über gebrauchen kann. Ja, und ich habe mich heute für ein Geschenk entschieden, also das vorzubereiten. Ja, was also ich noch nicht ausprobiert habe, aber was mir bei Pinterest sofort ins Auge gefallen ist. Denn ich will Seife selbst machen. Also das Produkt Seife an sich gibt es natürlich schon. Das ist halt Rohseife. Und die wird jetzt aber einfach ein bisschen verschönert. Und ja, und heute muss ich das schon mal vorbereiten. Der eigentliche Akt geht für mich dann morgen weiter, denn ich brauche die Zitronenschale. Und die soll halt der besondere Hingucker oder auch frische Kick sein. Ne? Da habe ich natürlich wieder die Zitronen gekauft. Also ich kaufe die immer bei Aldi, wenn es irgendwie geht. Nicht aus Werbegründen, sondern da steht wirklich auf der Verpackung drauf, Schale zum Verzehr geeignet und fürs Backen geeignet und also unbehandelt. Und deswegen nehme ich die und da sind die auch gar nicht so teuer. Ich glaube, dieses Netz mit 500 Gramm hat 1,25 gekostet oder so. Ja, wir brauchen davon nur die Schale, was für mich auch ganz gut ist, weil ich brauche nämlich heute noch Zitronensaft. Und ich reibe mir da so die erste Haut ab, aber natürlich am besten so wenig wie möglich von dem Weißen der Zitronensäure daran. Und natürlich schön auf die Fingerchen aufpassen. Ne? Und ich habe 4 Zitronen, einfach weil 4 in dem Netz drin waren. Und ja, da reibe ich mir jetzt erstmal die Haut ab. Also hoffentlich die Zitronenhaut, nicht meine. So, das ging jetzt eigentlich auch ganz gut. Ich habe die mir jetzt breit auf den Teller verteilt, damit die alle schön Luft bekommen. Und die sollen jetzt einfach über Nacht trocknen. Und morgen früh geht es hier weiter mit der Seife. Bei mir ist jetzt der nächste Tag und meine Zitronenschalen sind ganz schön zusammengeschmuggelt, aber naja, das sollten sie ja halt auch. Ne? Ich habe jetzt hier diesen Block Rohseife, ich habe da 1 Kilo. Ich habe es bei Amazon bestellt, das kostet glaube ich 11,99 €. Also ja, je nachdem wie viel rauskommt. Ja, ich sag ja, bei so selbstgemachten Sachen, das ist jetzt nicht unbedingt, dass das deswegen jetzt Schnäppchen wäre oder so, ne? Also, ja, man muss es halt einfach mögen und, ja. Ich habe mir jetzt hier schon, das ist so ein Teil, das habe ich bei Teddy gekauft für 2 Euro, weil ich dachte, okay, wenn mir das jetzt Spaß macht, ansonsten nehme ich das auch, um Wachsreste dann zu schmelzen und davon neue Kerzen zu machen. Also, da habe ich dann noch ein extra, also in meinem Vorratsschrank für Putzmittel und so, da kommt das dann hin. Obwohl ich sagen muss, das ist ja jetzt nichts, da ist ja nichts Giftiges oder so. Also deswegen, das wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn man da das nimmt, was man in der Küche hat, wenn man das wieder spült. Denn es ist ja nur Seife und wir spülen ja auch mit einem Seifenmittel irgendwie. Also deswegen, das sehe ich nicht eng. Aber wer empfindlich ist, der kann sich das für 2 Euro dann auch extra holen, wenn er das möchte. Ich habe mir jetzt nur ein bisschen Wasser in den Topf reingetan. Das reicht auch vollkommen, wenn das wirklich nur, naja, vielleicht 200 Milliliter mehr ist es auf gar keinen Fall. Weil es soll ja nicht übersprudeln und dann hier rein. Das lasse ich jetzt eben schnell aufkochen. Und dann kommt hier meine Seife in das Wasserbad. Ich habe gelesen, man könnte das auch in der Mikrowelle machen, aber das war mir zu unsicher. Ich denke, ach, bevor da irgendwas reinbrennt, wieder in die Schüssel und so. Also ich mache das lieber mit dem Wasserbad. Und bei mir kocht das jetzt auch gleich hier sehr schnell. Ja, und ich habe hier meine Muffinförmchen. Also mal gucken, wie weit ich... Also ich glaube eher, dass die Zitronenstücke nicht so viel sind. Ach, hier kocht schon, also da kann ich auch ein bisschen runtergehen mit der Temperatur. Ich nehme mal die Zeit, wie lange es dauert. Ja, und in der Zwischenzeit brösel ich hier einfach schon mal ein paar von diesen Zitronen, getrockneten Zitronenschalen in die Muffinförmchen, was natürlich gut ist, dass es dann Silikon ist. Erstmal kann ich die hinterher wieder schön sauber machen
Und man kann natürlich die Seife da so gut rausbekommen, was ja, ja in einem festen Gefäß jetzt auch nicht so einfach wäre. Ach, und das geht rapzap. Also jetzt ist es bei mir 2 Minuten und also das geht wirklich richtig, richtig schnell. Es hat bei mir jetzt genau 6 Minuten gedauert und jetzt ist das ganz, ganz flüssig. Ich habe mir jetzt 12 Muffinförmchen vorbereitet, aber dafür wird die Menge natürlich nicht reichen. Aber das ist ja so schnell gemacht, da wird dann halt nochmal, ich habe ja von dem Block noch ziemlich viel. Das sind ungefähr 20 Tropfen des ätherischen Öls, da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Bei mir natürlich bietet sich jetzt Zitrone an, ich habe da die Zitronenschalen, also deswegen, ja. So, und jetzt gieße ich hier die Seife. Und ja, ich gucke mal, wie weit ich überhaupt komme. Also, das hat jetzt für die Hälfte gereicht. Ja, da mache ich mir also nochmal die gleiche Menge ungefähr. Und dann, ja, braucht das nur noch wieder erkalten. Ich glaube, das geht auch sehr schnell. Also, da habe ich gerade gemerkt, als ich nicht mehr sofort gerührt habe, wie sich dann schon wieder so eine Haut bilden wollte. Also, das geht wohl sicherlich ganz schnell. Ja, also ich mache jetzt nochmal den zweiten Gang hier und dann sehen wir uns, wenn das hier getrocknet ist. Und da ich mir jetzt dachte, ich habe jetzt noch von dem Seifenblock was übrig und ja, ich wollte mir das jetzt nicht, wer weiß wie lange hinlegen. Ja, ich hätte jetzt aber nicht genug Zitronen gehabt, also es war ja jetzt die Schale von einem Netz. Da fiel mir ein, dass ich ja auch noch dieses Lavendelöl gekauft hatte für dieses Gute-Nacht-Schlafgut-Spray. Was bei mir super funktioniert hat. Also war es Einbildung oder hilft es wirklich? Ich weiß es nicht. Ja, und ich habe hier nämlich noch Lavendel. Das ist von meinem Balkon. Und das habe ich da, ja, weil ich dachte, ach Mensch, da machst du mal so Lavendelsäckchen auch noch zu, naja, Weihnachten oder Ostern irgendwann. Aber die liegen jetzt schon bei mir ein bisschen länger. Habe ich aber gut eingetuppert. Also sind ganz trocken. Und riechen natürlich total nach Lavendel. Erinnert mich total an den Sommer, wo ich da auf dem Balkon gelegen habe und mein Lavendel um mich rum stand. Ja, da gebe ich jetzt eine Menge, ja eine gewisse Menge, sodass es so der Boden bedeckt ist, auch nochmal in Silikonförmchen. Und verfahre natürlich genau wie vorher. Also wenn das gleich hier flüssig ist, dann kommen da einfach so 30 Tropfen Lavendelöl bei. Und dann wird hier aufgefüllt. Und ich bin jetzt gerade mal hier fertig geworden mit Wegräumen und sauber machen und habe mal gefühlt, und da ist es auch schon sofort wieder hart geworden. Und aus diesen Silikonförmchen lässt es sich ja wirklich ganz toll rausnehmen. Also deswegen kann ich nur empfehlen, ja. Und wenn man da jetzt irgendwie Joghurtbecher oder so nehmen würde, das würde sicherlich um einiges schwieriger werden. Ja, oder anderes Hartplastikzeug halt. Ne? Ja, das gefällt mir richtig gut, wie es hier rausgeht. Das war bei mir jetzt klare Seife. Das kann man natürlich auch mit so ja, undurchsichtiger Seife machen. Aber ja, es riecht schön nach Zitrone. Aber natürlich davon ja abhängig, wie viel Öl ihr da reintut. Das geht aus rückstandslos aus diesen Silikonförmchen raus. Und wie gesagt, es war ja nur Seife, es sind natürliche Sachen. Aber das wird einfach ganz normal gespült und dann können die wieder auch für Kuchen eingesetzt werden. Also die sind jetzt nicht auf immer für die Seifenproduktion verloren dann. Und dasselbe jetzt auch nochmal mit der Lavendelseife. Wobei die nochmal stärker riecht auch. Aber das ist nicht... Also da hat man jetzt nicht hier, wer weiß was, für eine Geruchsbelästigung. So doll ist das nicht, weil ja, so viel Öl war da auch nicht drin. Und ja, aber ich finde, das ist jetzt mal wirklich was, ja, was anderes. Ne? Nicht immer nur Geschenke zum Essen, aber trotzdem halt zum Aufbrauchen auch was. Ja, ich bin da sehr zufrieden.
Das wird natürlich noch alles schön verpackt. Und dann bekommt jeder an seine kleinen Geschenkchen halt auch noch so ein kleines Beutelchen mit der Seife. Also das ist jetzt die Menge, die aus dem 1 Kilo geworden ist. Und unter anderem halt als auch Geschenkidee. Ich habe, weil bei dem Pferdeschutzhof da zur, da ist immer so ein Glücksrad und als Trostpreis, naja, da kann man sich halt aussuchen aus so einem gewissen Werbegeschenken sicherlich. Und da habe ich diesem Jahr, ja, das ist natürlich Werbung für Katzenfutter, aber ja, es steht nicht mal drauf. Ne? Aber natürlich, bei dem Logo weiß man ja, von wem das ist. Und da habe ich gleich gedacht, das könnte doch für die Kerzen gut passen. Und da muss ich sagen, dass gerade diese Muffinförmchen direkt da reingehen. Und ja, so werde ich das dann verpacken und verschenken. Ach doch, hier sehe ich gerade den Namen. Naja, gut, aber alle wissen ja, dass dieses Geschenk von der verrückten Katzenlady kommt und deswegen passt das gut. Ja, also so werde ich das dann jetzt verpacken und hoffentlich Freude bereiten. Aber ich behalte davon auch was. Ne? Ja, dann viel Spaß beim Nachmachen. Es war jetzt wirklich kaum Arbeit. Ja, jetzt diese Rohseife kostet halt 11,99 €. Das ist aber auch überschaubar, finde ich. Und wie viele Stücke sind daraus geworden? Das waren 21 Stücke sind daraus geworden. Und die sind ja auch tatsächlich hier ein bisschen größer. Und ich finde, dass die auch, wenn man von oben guckt, dass es sehr schön aussieht mit dem Lavendel unten. Also ja, ich finde es schön. Also viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!